Moin Moin und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute mal wieder on Tour. Die letzten Wochen habe ich ja eher Bildbearbeitungsvideos gemacht. Aber um Bilder bearbeiten zu können, muss man sie natürlich auch vorher aufnehmen. Daher heute mal wieder eine Wanderung. Und das bei herrlichstem Wetter. Hier ist gerade Sonnenaufgang. Und ich bereite hier mein Frühstück vor. Und werde euch gleich mal erzählen, was heute ansteht. Und zwar werde ich dieses Wochenende den Fördesteig zu Ende laufen. Ich bin hier jetzt an der gleichen Hütte, wo ich beim letzten Mal abgebrochen habe. Ich bin hier gestern Abend schon angereist und habe hier in der Hütte die Nacht verbracht. Und habe hier jetzt einen sehr schönen Sonnenaufgang und ja, will den Fördesteig eigentlich noch zu Ende machen. Dieses Mal ist auch besseres Wetter angesagt. Beim letzten Mal war es ja Schnee und Regen. Und dieses Mal sind Sonne pur angesagt. Nachts soll es natürlich kalt werden. Aber das sollte eigentlich kein Problem werden. Ich habe wieder die gleichen Sachen mit wie beim letzten Mal für Übernachtung und werde gucken, wo ich dann nachts bleiben kann. In dem Sinne würde ich sagen, ich mache jetzt hier mein Frühstück und werde dann meine Sachen zusammenräumen und dann geht's los. Fördesteig Teil 2. Viel Spaß bei diesem Video. So, da bin ich wieder unterwegs. Die Anreise gestern hat auch ziemlich lang gedauert. Ich habe insgesamt 5 Stunden gebraucht. Erstmal 2 Stunden mit der Bahn von Hamburg nach Flensburg. Dann hatte die Bahn noch Verspätung und ich habe in Flensburg meinen Bus verpasst, sodass ich da eine Stunde auf den nächsten warten musste. Und dann von der Bushaltestelle noch mal eine Dreiviertelstunde bis zu dem Lagerplatz laufen. Ich bin um 18 Uhr losgefahren in Hamburg. Und um 23 Uhr da bei dem Lagerplatz angekommen. Musste dann noch aufbauen und so. Aber hab's ja geschafft. Und dafür kann ich jetzt so früh morgen schon auf dem Fördesteig unterwegs sein. Und muss nicht heute die Anfahrt machen. Und es ist einfach schön. Gutes Wetter. Frische Luft. Und die ganze Zeit überall das Vögelgezwitscher. So lässt es sich gut laufen. In dem Sinne, weiter geht's. Ich wollte gerade die Kamera aufstellen. Da ist mir was aufgefallen. Und zwar gibt es ein kleines Steinchen. Das sehen kann. Glücksteinchen. Ganz nett. Lassen wir das mal hier liegen. Und weiter geht's. Nach etwas mehr als 10 Kilometern kommt man hier beim Campingplatz Nordstern endlich ans Wasser. Und ein öffentliches WC-Häuschen gab es da auch noch. Konnte ich mein Wasser nochmal auffüllen. Perfekt. Sonne scheint immer noch, blauer Himmel, keine Wolke. So soll es sein. Wer die letzte Folge nicht gesehen hat,
der Fördesteig, der geht von Flensburg bis nach Kappeln, hauptsächlich am Strand entlang. Den Fördesteig hatte ich letztes Jahr, Ende letzten Jahres schon mal angefangen, musste aber am zweiten Tag abbrechen oder wollte am zweiten Tag abbrechen, weil das Wetter einfach nicht mitgespielt hat. Es war die ganze Zeit nur am Regnen und es war auch keine Besserung in Sicht. Damals habe ich ungefähr 35 Kilometer geschafft. Der Fördesteig ist an sich 96 Kilometer lang. Das heißt, es verbleiben jetzt noch ungefähr 60 Kilometer. Eigentlich war der Plan heute 30, morgen 30, aber da ich morgen ja auch noch nach Hause muss, gucke ich mal, wie viel ich heute schaffe, damit ich morgen nicht ganz so lange laufen muss. Ich laufe jetzt hier am Strand weiter und genieße das gute Wetter. Hier ist auch einfach keiner, außer so ein einzelner Angler und mal ein paar Leute mit ihren Hunden. Ansonsten nicht viele Menschen zu sehen. Man hat seine Ruhe, kann hier entspannt langlaufen. Da würde ich ja gerne mal drauf schaukeln, darüber kommen. So, es ist kurz nach 12, 20 Kilometer sind geschafft und hier kommt noch mal so eine kleine Schutzhütte. Da werde ich mich jetzt niederlassen und mal eine längere Mittagspause machen. Wie gesagt, 20 Kilometer sind geschafft. Das heißt schon ein Großteil für heute. Gucken, wie die von innen aussieht. Ja, von innen sieht die so aus. Ziemlich vollgeschissen. Leider. Jetzt mir dann hier auf der Rückseite mal bequem machen. Sonnenseite. Bisschen windgeschützter und mir hier was aufbauen. So, hier gibt es jetzt einen Anis-Fencheltee. Und ich habe hier zu essen nochmal so Maiswaffeln. Und ein paar Müsli-Riegel. Und dann entspanne ich mich hier und werde dann irgendwann weitergehen. Von daher erstmal ein bisschen snacken. Ich werde jetzt weitergehen. Kilometer 20 waren wir. Mal gucken, wie weit wir jetzt noch kommen. 30 stehen auf jeden Fall auf dem Programm. Dann mal gucken. Immer noch keine Wolke am Himmel. Wetter ist perfekt. Nur ein eisiger Wind weht hier. Aber für mich geht es jetzt weiter. Geht jetzt einmal rum, bis ganz nach da hinten, denn der nächste Wegpunkt ist erst in 3 Kilometern. Links von mir ist der FKK-Strand. Ich glaube, bei dem kalten Wind legt sich da keiner hin. Mir ist auch schon recht kalt, wenn der Wind direkt kommt.
Ich hoffe mal, das wird gleich was mit dem Schlafplatz. Wir sind jetzt irgendwo bei 35 Kilometern. Ich denke, für heute sollte das reichen. Vielleicht geht irgendwann die Sonne unter, da wollte ich noch ein paar Fotos machen. Ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen weiterlaufen, denn bisher kam hier noch nichts. Und für das Tarp sind die Bäume hier auch gerade nicht so geeignet. In dem Sinne lasse ich mich mal überraschen. Hier war ein Schild, das neben dem Weg ein Klo ist, aber ist leider abgeschlossen. Schade, aber hier hängt was im Busch. Und zwar so ein Geocache. Da will ich mal reingucken. Das ist das Geocaching-Logbuch vom Fördesteig. Also anscheinend gibt es hier Geocaches. Da kann man seinen Namen eintragen. Hier war noch so ein Aufkleber bei. Ganz nett. Leider habe ich keinen Stift dabei. Jetzt hatte ich mich da mal eingetragen. Aber jedenfalls gefunden. Wird dann natürlich wieder reingemacht. Und dann geht's weiter. So, ich bin jetzt hier wieder bei so einer Schutzhütte und ich dachte eigentlich, dass die ganz geil wäre. Aber die ist von innen mal wieder vollkommen vollgekackt. Also eigentlich zum Schlafen nicht zu gebrauchen. Jetzt bin ich am Überlegen, was ich trotzdem mache. Verschiedene Möglichkeiten, entweder weiterlaufen, hier was bauen. Muss man auf jeden Fall was suchen, was ein bisschen windstill ist oder windgeschützt. Oder was bauen, was windgeschützt ist. Da der Wind eisig kalt ist. So, ich habe mich jetzt entschieden, da noch ein Stück weiter zu gehen. In 2 Kilometern kommt noch mal eine Schutzhütte, die nicht direkt am Wegesrand ist, sondern so eine Seitenstraße. Da soll wohl auch eine Bank sein. Also eigentlich besser zum Sitzen und Kochen. Ich habe mich auf jeden Fall jetzt wärmer angezogen, da der Wind doch ziemlich kalt ist, gerade wenn man mal eine Pause macht. Von daher ab zur nächsten Hütte. Die neue Hütte ist jetzt nicht so einladend. Hier sind so Baumarbeiten direkt am Straßenrand. Ach, was soll's. Bei dem tollen Himmel und dem Sonnenuntergang gerade eben. Also die Hütte sagt mir jetzt nicht zu, wenn da die ganze Zeit Autos vorbeifahren. Deswegen gucke ich nochmal direkt am Strand. Ich melde mich, wenn das Lager steht. Guten Morgen, guten Morgen. Gestern Abend gab es leider doch kein Update mehr. Irgendwie kam da nichts mehr Passendes. Es gab keine Hütte mehr, es gab keine Bäume, wo ich das Tarp aufbauen konnte. Ich musste immer weiterlaufen. Bin jetzt 46 Kilometer gelaufen gestern. Da kam noch so ein Vogelschutzzentrum, aber da waren halt überall Vögel und es war auch geschlossen. Da wollte ich mich jetzt nicht niederlassen. Der Wind wurde auch stärker. Deswegen habe ich jetzt hier einen Baum gefunden, wo ich das Tarp dran aufgebaut habe, so dass man von allen Seiten geschützt ist, damit kein Wind reinkommt. Das zeige ich gleich nochmal von draußen. Ich sage jetzt schon nach 7, ich war ziemlich kaputt und habe dann hier nur noch alles reingeschmissen, aufgebaut und bin pennen gegangen. Ich werde jetzt gleich mal aufstehen, alles zusammenpacken. Also, auf in Tag 2, die Sonne ist auch schon aufgegangen. Sieht wieder nach Sonne aus, aber immer noch sehr windig. So sieht das Ganze jetzt von außen aus. Ich habe einfach die Ecken von dem Tarp hinten abgespannt. Die vordere Mitte gegen den Baum festgemacht. So
dass das nach oben geht und dann nochmal die Ecken wieder nach links und rechts und dann hinten nochmal, damit es an Höhe gewinnt, an den Baum abgespannt. So sieht das Ganze von vorne aus. Ich habe hier die eine Seite mit dem Rucksack vollgestellt, damit da nicht so viel Wind oder sonstiges reinkommt. Die andere Seite war offen. Und da drin dann Unterlegplane, Isomatte, Schlafsack und auf der linken Seite noch meine Kleinteile. Ich habe eigentlich ganz gut geschlafen. Wie gesagt, es war sehr windig, aber da ich nach hinten hin alles aufgebaut habe, konnte der Wind von allen Seiten kommen und nur dagegen hauen. Und es war ganz nett. Aber der Wind ist wirklich eisig. Ich werde mich jetzt ranmachen ans Abbauen. So, alles wieder gepackt. Der Platz hier ist wieder sauber, nichts hinterhergelassen. Das war gar nicht so leicht, das Tarp einzupacken bei dem Wind. Es wollte mal wegfliegen und wenn man zusammenfalten wollte, hat es sich so aufgeplustert. Aber erstmal alles rein in den Rucksack und dann kann man das zu Hause ja nochmal richtig packen. Hauptsache es passt. In dem Sinne, jetzt geht's los. 15 Kilometer noch bis nach Kappeln. Bei eisigem Wind hier am Fördesteig. Viel Spaß weiterhin. Ich habe hier in Marsholm gerade noch mal eine längere Pause gemacht, da bei der Bushaltestelle eine öffentliche Toilette wieder mal war. Bin ziemlich häufig hier auf dem Weg, ganz gut. Habe dann noch mal Wasser getrunken, aufgefüllt, ein paar Müsli-Riegel gegessen. Der Wind ist immer noch echt kalt, aber die Sonne scheint schön. Von daher geht es jetzt hier weiter, letzten Kilometer bis nach Kappeln. Vorne auf der rechten Seite der Schlei kann ich Kappeln schon sehen. Zeit mal ein Fazit über den Fördesteig zu ziehen. Und wie ich im letzten Teil schon gesagt habe, der Fördesteig ist ein sehr schöner Wanderweg. Die Wege sind gut zu laufen und abwechslungsreich. Mal läuft man an der Steierküste, mal direkt am Strand, an der Promenade. Dann mal durch den Wald. Moorgebiete waren auch dabei. Natürlich auch ein paar Landstraßen und Feldwege. Aber die halten sich eigentlich in Grenzen. Von daher auf jeden Fall ein sehr schöner Wanderweg, den ich auf jeden Fall empfehlen kann. Gerade wenn man gutes Wetter hat, dann abends am Strand langläuft und die Stimmung, die beim Sonnenuntergang einfach rüberkommt, das war schon sehr schön. Ich werde jetzt die letzten 5 Kilometer bis nach Kappeln reinlaufen. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Klickt den Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Klickt auf Abonnieren, wenn ihr weitere Videos sehen wollt. In Kappeln holt Anja mich ab, von daher hier schon mal vielen Dank dafür. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video, bei der nächsten Wanderung oder bei der nächsten Bildbearbeitung oder was sonst so ansteht. Also, bis zum nächsten Mal.